Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Daisy Standalone. Ja, der Hahn im Korb der Minjas zwischen zwei Frauen, die mich hin und her schieben. Geh weg. Ja, was soll ich sagen? Wer ist dabei? Die Dame im Ringelshirt und Sternchenunterhose, der liebe Cocaine. Hallöchen. Und das bin zwar ich, aber gut. Vielen Dank. Nein, im Ringelshirt ist der liebe Cocaine. Also soweit kann ich auseinanderhalten. Achso, ich dachte, du bist die andere Perle. Also, Minjas, tut mir leid, sorry, jetzt habe ich's versaut. Gut, der Mann, der nicht die Orientierung hat, aber dafür den Rage-Faktor, ist der liebe Krandelbart. Hallo. Hallöchen. Ja, wir sind wieder hier. In der letzten Folge, die wir gezeigt haben, sind wir ja von Elektro nach Tscherno gelaufen, beziehungsweise wollten wir von Elektro nach Tscherno laufen. Das ist ein bisschen schief gegangen. Wir sind unterwegs, haben wir zwei nette Herren getroffen, die haben nach Essen gefragt. Und ja, der liebe Krandel wollte denen auch Essen geben. Hat er auch getan und hat dafür eine Kugel im Tausch bekommen. In den Kopf. Sachen gibt es. Ja, war total toll. Und ja, daraufhin sind wir gespawnt. Und wen haben wir getroffen? Den lieben Cocaine. Ganz zufällig in-game. Ja, ganz zufällig in-game, wie das halt in DayZ passiert. Bei 5 Millionen Server, die ständig quitten. Ich weiß nicht, wann ihr die Folge seht, aber wir haben ja so ein kleines Outtake, beziehungsweise Krandel hat ein etwas längeres Outtake, meins ein bisschen kürzer. Da haben wir schon mal versucht, eine Folge aufzunehmen, das war hier davor. Die ist ein bisschen eskaliert, nennen wir es mal so. Also ich bin ganz, ganz leicht wütend geworden. Ja. Ganz, ganz leicht. Ich war sauer, ein wenig. Ein bisschen, also dezent. Ne? Ich mache das ja mal sehr dezent. Genau. Ja. Ja, wir rennen jetzt hier ohne Hosen. Gehen Süden, würde ich mal sagen, oder? Wir laufen jetzt vom Norden nach Süden. Kackt jetzt gerade der Server ab. Wir reisen gerade nach Elektro. Wir reisen nach Elektro. Wo sind wir denn überhaupt hier auf der Karte? Für uns Orientierungsleger-Szeniker. Links von uns ist Callisti Island. Ah, genau. Das ist rechts in der Ecke, ist Callisti Island auf der Map, gell? Da kommt links, rechts in der Ecke. Ja. Jetzt kommt hier so ein kleiner Fort. Ich glaube, wie heißt der nochmal? Kamishovo, glaube ich. Ja, oder so ähnlich. Eins von beiden auf jeden Fall. Die Städte an der Küste heißen irgendwie alle irgendwas mit K. Irgendwas mit K. Aber ich glaube, du hast recht mit Kamishovo. Komarovo ist, glaube ich, neben Tscherno links. Aber gut, egal. Oder neben Balota. Ah, sehen wir ja gleich. Wir können ja alle kyrillisch, deswegen. Ja, auf jeden Fall sind wir unterwegs nach Elektro und versuchen da uns auszurüsten oder was auch immer oder zu sterben. Und da schönes Wetter ist, haben wir gedacht, ziehen wir mal die Hosen aus. Krandel ist da nicht so, der will Corporate Identity, steht da? Okay. Aber er hat die Schuhe noch an. Ich weiß gar nicht, was du meinst, du hast echt Fantasie, ne? Also du hast irgendwie, du bildest dir echt was ein. Diese Sternchenunterhosen sind die geil. Ich hab ganz schön knackigen... Oh, da vorne in der Stadt ist jemand. Ne? Ja? Oder rennt zumindest ein Zombie oder irgendwas? Wir müssen ihn sofort töten. Mit den bloßen Händen. Und zwar, er springt ihm mit dem nackten Arsch ins Gesicht. Erdrossel ihn mit meiner Sternchenunterhose. Oh ja. Was ich interessant finde, das kennt ihr ja bestimmt auch, und zwar, man rennt ja relativ schnell, gell? Und wenn man jetzt aber rechte Maustaste hält, um praktisch Kimme Korn zu gehen oder dran zu zoomen, da kommt uns entgegen. Wir sagen friendly hallo. Nee, der rennt weg. Dann läuft man gefühlt langsamer, oder? Wenn man was? Rechte Maustaste gedrückt Also man rennt ja jetzt ganz normal. Wenn man rechte Maustaste drückt, zoomt man ja ran. Mhm. Und dann läuft man gefühlt langsamer. Ja, das liegt an einfach an der... Das liegt an der äquatorialen Verschiebung. Dem Einfluss der Venus. Das sind sogar zwei, glaube ich. Da stehen zwei. Ja, da stehen zwei Leute. Lass mal doch Hallo sagen, oder? Wir haben, soweit ich das sehe, keine Waffe. Wir haben nichts zu verlieren. Von daher... Die kennen sich, glaube ich, auch noch nicht. Die werden sich auch denken, was sind denn das für Bekloppte? Yay, Party! Yay, Party! Hello, guys! Hello, guys! You friendly, guys! You want to join our party? Can you talk? Oh, hi. Oh, James! Oh, James, it's you again! James, my friend! Hello, hello. We just met each other. James, I'm a good man, you know it! James! We're friends. We're the best friends. Doch, ich will nicht alleine den Dialog führen. Quatsch, ihr auch euch. You wanna join the Pants Off Day? Today is Pants Off Day. Hey man, don't touch the boobs of my girlfriend here. It stands in the Book of Law. Oh,
Today is the pants off day. You really have to join us. It's Gesetzmäßigkeit. Was heißt Gesetz? Law. It's law. It's law. Was, das Gesetz? Ja. Ihr könnt auch Deutsch sprechen. Du bist ja Deutsch. Sehr gut. Ja, nur ich bin Deutsch. Achso. Dann zieh deine Hose aus. Das ist jetzt zwar falsch, aber tu es einfach. Es ist richtig. James, wait. James. My darling. Oh, James. Hey Leute, wisst ihr, wie es nach Elektro geht? Ja, die Richtung weiter. Also das ist Wasser links von dir ist. Wenn du Bock hast, komm doch einfach mit. Wir wollen da jetzt auch hin. Ach ja, gut, dann komm ich mit. Aber ohne Hose. Das. Es ist total irritiert, der Arme. Eine Frage, hast du was zu essen? Oh, da kommt noch einer. Nee, ich hab leider auch nichts. Dann kommt noch einer. Wo? Da hinten? Komm, wir rennen auf ihn zu, wir begrüßen ihn. Ja, komm. Let's say hello to this guy, James. Come with us. Ist rechts lang. Der muss sich auch bedroht vorkommen. Ja, vor allem von... Hey, friendly. Stop. Are you friendly? Wo ist James? Der ist doch James? Hier, ja, hat die Hosen aus. Hey, wait, warte doch. Wie lange spiele ich schon den? Don't be shy, we are friends. Friendly. Wir spielen schon sehr lange Daisy und wir haben schon die Schnauze voll davon. Ich habe mich heute erst geholt. Ah, okay. Ach, da bist du neu. Und wie kommst du dann auf Elektro? Naja, es ist halt eine große Stadt, ich hab's schon oft in den Let's Plays gesehen. Sollte einiges geben. Welche YouTuber guckst du denn so? Naja, Sarah, Pete. Natürlich nur die ganz großen. Du musst mal kleinere gucken, da gibt's ganz tolle. Bist übrigens gerade in der Aufnahme dabei, ne? Wenn du Bock hast. Schau mal einfach auf Grantelbart vorbei. Grantelbart oder Hirnsturz zockt. Okay. Dann kannst du dir das angucken, was du hier gerade siehst. Jeder auf YouTube, deine Klöten. Mein Freund. Lass uns weitergehen. Okay. Also du bist jetzt ein Star, mein Freund. Wie heißt du eigentlich? Philipp. Philipp, Mensch. Wie alt bist du denn, Philipp? 17 okay. Kam da rüber, glaube ich, der 17. Ja. 17, okay. 3 Viertel. Okay. Hat er noch 3 Viertel gezählt? Ja, bis 18 macht man das, glaube ich, ne? Bis man 18 ist, man freut echt? Sich ja immer. Oder? Also ich habe... Nee, ich nicht, ja. Also. Nee. Echt 17, das, 3 Viertel? Das kenne ich aber auch noch. Wenn echt? Das, doch, doch. Ich bin 15, aber bald 16. Ja, gut, das ja, aber ich erinnere mich ja schon gar nicht mehr dran. Ach, guck mal, jetzt haben wir den Kokain... Nimmt der auf überhaupt, der Kokain? Nö. Achso. Okay. Der hat das nicht mehr nötig. Cocaine hat übrigens auch einen YouTube-Kanal. Also ich verlinke den dann höchstwahrscheinlich, wenn er mir die ID gibt, den Namen. Und ja, dann kann man da auch mal drauf schauen. Tja. So, jetzt haben wir einen Freund gefunden. Ja. Den Philipp. Ja. Der James ist auch noch dabei, oder? Nein, der James ist nicht dabei. James ist nicht dabei, ne. Der hatte Angst vor Pants of Day. Oh, bei mir wird schon ganz schön grau hier. Was, du bei dem jetzt grau? Oh, dann stirbst du gleich. Entweder drück mal die Tabulator-Taste und schau mal, ob da Thirsty oder Hungry steht. Oder sonst was. Thirsty. Ist das rot? Nee, aber sonst nehme ich dunkel. Ja, dann... Schnell nach Elektro, dann können wir trinken. Ist hier drüben nicht ein See auf der anderen Seite? Hier auf dem Sekunde, Leute, das könnte auch Erschöpfung sein. Also, dass er zu viel gerannt ist am Stück. Das ist aber, glaube ich, eine extra Anzeige. Ja, aber wenn der Bildschirm weiß wird und er nichts hat so an sich, das gelbe Durst, das kann es nicht sein. Ja, kann sein. Könnte es auch die Erschöpfung sein. Wir können auch eine Pause anlegen, ich meine, es war ja anstrengend. Wir sind doch gleich in Elektro. Ja. So quasi hier schon ums Eck. Das Ding ist halt, ich bin schon mal echt gestorben. Da bin ich auch voll ausgerastet. Bin ich einfach weitergerannt. Man muss ja Pausen machen, ne? Ja. Das ist, glaube ich, die erste. Zwei Minuten hinsetzen, ja. Ja.
Also noch mehr Zeit verschwenden quasi. Ja, Pens of Day, mein Gott, hier. Have ja, fun. Genau. YOLO. YOLO. YOLO, genau. Achso, aber no homo, ne? Das ist ja ganz wichtig. No homo hier. Auch wenn wir ohne Hose rumrennen. Ich glaube, ein bisschen im Wasser. Genau, das ist schöner. Ein bisschen den Sand zwischen den Zähnen. Genau, ja, natürlich. Oh, ja. Tut das gut. Ich habe zwar Schuhe an, aber naja. Das ist ein Fehler, mein Freund. I know. Aber irgendeiner hat hier auch, der Oh, my stomach crumbles. Ja, ich habe auch Hunger. Aber wir sind ja gleich in der Lecke. Da sollte es theoretisch was zu futtern geben. Ey, ohne Scheiß, ich bin ja jetzt echt, ich habe mich voll wieder beruhigt, ne? Das ist ja schön. Aber wenn jetzt irgendwas passiert, irgendwas Schlimmes, dann... Dann erschlagen wir Philipp, dann haben wir wenigstens einen Punching Ball. Was sagst du, ob wir gleich da sind? Du kannst auch die Fäuste heben und mit der Leertaste. Dann rennst du schneller. Mit der Leertaste hebst du die Fäuste. So. Na, merkst du was? Ah, ja, gut. Siehst du, das erfährst du nur, wenn du mit so tollen YouTubern unterwegs bist. Ja, dadurch, dass ich jetzt noch nicht so viel Daisy gezockt habe. Ja, das stimmt. Ein bisschen, ne? Aber ist ein netter. Ja, ja, doch. Also ohne Scheiß, nach dem, was wir heute alles getroffen haben. Da haben wir Glück, ja. Der ist echt in Ordnung. Die sind immer nett, wenn sie neu sind. Ein hilfloses Bambi. Ja, stimmt. Er ist neu. Er ist ein hilfloser Bambi und neu und deswegen ist er so nett. Wollen wir hier kurz reinschauen in die Lagerhalle? Ja. Das ist, ja. Das ist aber gut. Der weiß nicht Bescheid. Wir können ihn in die Feuerwache vorschicken. Genau, wir können irgendwas. Was kann man machen? Was kann man für das ist gemein. Harmlose eine harmlose Gemeinheit. Aber was kann man da machen? Zwangsfütter mit Früchten. Boah, warte mal, ich habe eine Idee. Ich mach mal Schussgeräusche in Game. Mal gucken, ob er das. Das ist doch eine Idee, oder? Ja, das musst du aber dann an der richtigen Stelle machen. Okay. Dann müsst ihr alle in Deckung springen und sagt Schüsse. Das wäre doch eine Idee, Mann. Wie willst du denn Schussgeräusche einspielen? Naja, mit der Faust an die Wand hauen oder so. Achso, ja, das kann man genau, machen. Das ist eine gute Idee. Ja. Komm, wir gehen gleich in die Feuerstation. Oh, was ist das? So. Player-User, was? Player-User 3? Offensichtlich mehr als 3 User, mehr als 2. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, das übernimmt ja den PC-Namen, wenn wir das nicht geändert haben. Und Der meldet sich mit der Zahl 3 am PC an. Nein, 3 wird vom Server gegeben, weil mehr als ein... Ah, jetzt, guck, Player-User. Ne, 3, der nennt sich 3. Nein, guck mal hier. User das ist der dritte, einfach der so heißt auf dem Server. Achso. Hier ist doch zu, guck mal, hier muss doch was drin sein, oder? Ja, noch Leute, die machen die Türen wieder zu. Das ist doch asozial, ja, hier drin ist auch die Tür auf. Doch, hier ist ein Rotten... Ne, das ist nicht gut. Ihr rennt ja alle irgendwie durcheinander, wo rennt ihr denn alle? Ach, eine Kappe, ich habe zumindest eine Kappe. Alter, ich habe keine Frames hier, glaube ich. Ja, das ist wirklich. Also ich habe definitiv schon mal mehr Frames wie vor dem Patch. Ja, ich finde auch, es läuft besser. Und zwar jetzt habe ich 18 Frames statt 12. Ich bin jetzt gerade bei 17. Ich kann es nicht genau sagen. Ich habe sogar Schuhe an. Die Schatten an. Ich habe Schuhe an, ja. Aber wir gehen ins Backsteinhaus, oder? Nee, erstmal hier hoch, oder? Geht zur Feuerwache. Zur Feuerwache ist auch gut. Jolo. Wer rennt denn da hinten schon zur Feuerwache? Also, ich. Okay. Ich renne auf der Straße. Aber ich brauche langsam was zu essen hier. Ja, ich auch. I feel Thursday. Ein Brunnen wäre super. Dann könnte man sich zumindest Du fühlst schon wieder Donnerstag. Schon wieder Geburtstag. Geburtstag, Donnerstag und ich trage ab jetzt eine Hose. Okay. Ich habe eine Kappe zumindest auf. Ist ja auch schon mal was. Ich suche jetzt hier gerade in der Schule, aka Bürogebäude, aka Verwaltungsgebäude, aka Gerichtsgebäude. Suche ich hier gerade was zu essen. Da, aber wie kann man es noch alles da nennen? Da lag doch was. Alter, die Frames, ne? Ja, ist auf jeden Fall fantastisch. Ziemlich heavy auf dem Server. Alter, ich habe so einen Sack gefunden. Ey, lass uns Nein, die, du den hast gleich... ihn weggenommen. Ich wollte ihn... Oh. Ach, du bist es. Nein, ist schon okay. Du hast so einen Sack gefunden. Ich sehe überhaupt nicht, wer du bist. Ah, das können wir mal in der Aufnahme mit reinnehmen, oder? Komm, zieh mir mal den Sack auf. Das kann man. Hier ist eine Hose, oder? Oh ja, hier ist eine Hose. Die ziehe ich jetzt erstmal an. Okay. So, jetzt kannst du. Komm, das machen wir mal. Genau. Ich ziehe dir jetzt einen Sack, ne? So wie deine Frau das abends. Oh, Entschuldigung. Nein.
Wie mache ich das eigentlich? Keine Ahnung. In die Hände? Ja, wahrscheinlich über die Cover Hände. Head. Mach mal, aber meins, nicht deins. Ziehst du wahrscheinlich selber drüber, oder? Seid ihr? Wo seid ihr? In der Schule oder in dem Verwaltungsgebäude oben. Wo bist du hin? Jetzt bist du durch die Wand weg. Seid. Nö, ich bin hier rausgegangen. Und wo ich hast du den Sack hin? Der auf meinem Kopf. Der bleibt da jetzt. Ich sehe den nicht. Du hast nein? Nein, du hast ihn bei mir nicht auf. Bei mir habe ich ihn auf. Und du siehst dann auch nichts und hörst nichts? Doch. Dann war schon... Was für ein Bahnhof? Was? Es gibt hier keinen Bahnhof. Oder was auch immer ist, wo ich hier gerade drin bin. Wo hast du den Sack auf? Ich sehe bei dir gar nichts. Du backst bei mir durch die Wände und auf hast du nichts. Das... Ich hab bei mir Sack auf. Moment. Wir müssen erstmal was zu essen finden. Hier ist doch ein Supermarkt. Also, warte, ich drop dir den jetzt mal, dann kannst du den auch mal aufziehen. Ja, mach mal. Wo droppst du den hin? In den Supermarkt? Hier in den Supermarkt direkt. Supermarkt ist übrigens eine gute Idee, sich in. Oh, da ist was zu essen. Ist sowieso super. Nee, das ist eine Gasschatulle. Aber die kann man essen. Hast du gedroppt? Die, ja, hab ich gedroppt, ja. Hast du? Ja, genau da habe ich dir gedroppt, wo okay. Du rumtigerst. Ja, da dauert einen Moment, bis sie. Interessiert mich mal, der ist ja neu, also ist ja in dem aktuellen Patch drin. Ich nicht was Brauchbares. Nee, aktuell noch nicht. Ah, da ist er. Also das Laggen bitte ich zu entschuldigen, liebe Zuschauer, wir können es nicht anders machen. Ich habe jetzt einen Sack auf, seht ihr jetzt, den? Ja, jetzt sehe ich den. Ja, jetzt sehe ich den auch. Siehst du noch was? Ja. Und ich höre auch alles. Also ich sehe alles und höre alles. Ich war mal, ich kann die Innenperspektive geht auch. Das ist eigentlich echt witzig, ja, Mann. Ja, dann lasse ich das so. Aber angeblich sollte ihr nach den neuesten Patch-Notes jetzt nichts mehr sehen können damit und ja, und halt nichts mehr. Ich lasse den Sack auf, das ist super. Ja, wobei der neue Patch allgemein alles, was neu ist, ziemlich verbuggt ist. Also du kannst, wenn du zum Beispiel die Mosin kannst du jetzt anpinseln mit Farbe, das kann teilweise zu einem Serverabsturz führen. Oh Mann. Deswegen sind auch die Server momentan dauernd down. Ich habe einen Mundschutz gefunden. Cool. Weil es so viele Sachen gibt einfach, die... ich bin ein Kartoffelsack. Wir sollten ganz, ganz dringend was zu essen finden. Ich habe was zu essen gefunden, aber eine Dose nur. Ja, dann futter dich da hoch. Wir brauchen kein was Ding. Zu essen, was zu trinken. Dosen soweit ich weiß, vor Tscherno gibt es einen Brunnen. Wer hat gerade geschrien? Nicht? Hast du geschrien, Ben? Weiß nicht, kann sein. Ich habe aber nichts angezeigt bekommen irgendwie. Wie Schaden meinst du geschrien? Schmerzhaft geschrien. Oh, da ist ein Verbandspäckchen. Jo. Aber kann wer sein, bandagiert dass sich hier? Im Gras? Ich nicht. Hallo? Das war wahrscheinlich der auch geschrien hat. Das ist bestimmt eine stehende Leiche wieder. Also eine, ja. Kann looten, das heißt stehende Leiche. Ah, du bist creepy, Mann. Weißt du was? An der lasse ich jetzt meine Wut aus, die eigentlich nicht mehr da ist. Wir können... Sven, bist du ins Krankenhaus? Nein. Wo bist du hin? Ins Backsteinhaus? Ich bin hinter der Kirche entlang, da ist nämlich ein Brunnen. Okay, ultra hinter der Kirche Sache. Entlang. Ah ja. Ja, ich renne auch mal. Hinter der Kirche, ist ein Brunnen? Ja, wenn du an der Kirche weitergehst. Parallel zur Hauptstraße entlang. Parallel zur Hauptstraße? Wir sind jetzt auf der anderen Straße. Also der Straße hinter der Kirche. Ja, komm zurück. Ich stehe hier an dem Schild. Ja. I see you. Schade, wir haben den Typ noch nicht veräppelt. Naja, der ist glaube ich weg. Hier ist der verschwunden. Hat er auch hat er seine Hose noch aus? Jetzt erstmal voll saufen. Kann ich mit dem Sack saufen? Jetzt bin ich mal gespannt. Mal gucken. Stimmt. Du kannst ja auch durch die Gasmaske hindurch essen. Ja, ja. Stimmt. Das ist mir auch gleich aufgefallen. Kann auf jeden Fall trinken. Ja. Ah, nee. Ich dachte jetzt schon, Player PL ist losing Connection. Nee, aber ich dachte, mein Magen ist voll. Nee, irgendjemand hat die Verbindung verloren. Genau so. Deswegen. Ja, ganz schön ärgerlich, oder? Die erste Folge war hier wie bei Themenabend. Haben wir uns schön wie bei Arte unterhalten und jetzt ist Sinnlos TV. Aber ja, wir haben Interaktion und ohne Hose, mit ohne Hose. Also was will man denn sonst zeigen zum jetzigen Zeitpunkt der Standalone? Will man Bandit spielen, will man Spieler töten oder will man Interaktion mit Spielern zeigen? Und wie man sich in der Umwelt zurechtfindet? Nee, ich finde das ganz gut so. Du hast nichts zu verlieren. Ich meine, außer, dass wir uns nicht finden. Ne? Ich finde es auch gut so. Also ganz ehrlich, mehr gibt die Standalone leider zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so her, was man großartig machen kann. Gehen wir mal in die Feuerwache.
Wir könnten natürlich auch mal den Norden aufbrechen. Oh, wer ist das? Hello, friendly. Hello. Don't shoot, please. Hello. Hello. Der scheint mir nicht so vertrauenserweckend, glaube ich. Dann renn weg und wir verprügeln ihn zu dritt. Soll ich jetzt... Wo bist du? Was fragt er? I think I'm a hostage. Because I have a... I don't know who's called. This is in the new patch. You got a... What is it? A pack on my... Sack. Heißt das Pack oder nee? A sack? A sack on my hat? I don't know. Ja, du siehst doch, wie das Item heißt. Yeah, sure. I've read the patch notes and they said you can't see anything and you can't hear so good, but I can see everything. You want to try it? Ja, frag den noch, ob er Sack über den Kopf haben will. Okay. I hope you are friendly. We met very many bad people yet. So we are friendly. We hope you don't attack us. I will not attack you. Good luck. Here comes another one. Thank you. Hey. Thank you. Hey. Look at me. I'm a firefly. So, ich probiere Frankies. It's okay. Frankies Theorie nochmal aus. Good luck. Yeah, you too. See you. See you. Frankies Theorie, also auf der Feuerwache, dass da... Ich meine, in der Mod wärst du hier so fast instant tot. Ach, hier sind Dings. Hier gibt's nix. Auf leere First Aid Kits, super. Frankie lies. Aber ich finde es gut mit dem Sack. Jo, das ist eigentlich was. Mein Sack, ist dir das klar? Der gehört eigentlich mir. Dein Sack auf meinem Kopf, geil. Ich wollte es jetzt nicht so formulieren, aber ich wundere mich, dass es von dir kommt. Ja, ich mich auch, aber das färbt ab. Das war wie in Rust schon, das hat auch abgefärbt. I'm extremely hungry, das ist nicht gut. Oh, guck mal, James is losing connection. Leute, mein Hunger ist jetzt rot. Bist du hinter der Feuerwache? Ja. Okay. Jetzt bin ich vor der Feuerwache. Ja, alles klar, wir sind hinter der Feuerwache. Was, du hast... Pass auf. Ich bin auch hungry, aber Durst habe ich dafür keinen mehr. Ich habe keine Schuhe an und ich habe... Hat einer von euch noch irgendwas zu essen? Ich habe eine ungeöffnete Dose, aber mein Essen wird auch schon rot. Können wir das nicht aufmachen? Nee, ne? Nee. Wir haben nichts. Nö. Dann haben wir ein Problem. Wir müssen ganz, ganz schnell Essen besorgen. Ja, dann wir können mal in dem Industriegebiet da unten gucken, ob da noch irgendwo eine Axt rumliegt oder sowas. Wenn man hier in das Gebäude und finde natürlich nur alte Stiefel. I'm starving. Ja, super. Du starbst, obwohl... Was heißt das nochmal? Sterben. Also ja, verhungern echt? Eigentlich. Alter, scheiße. Kennst du nicht das Spiel Don't Starve? Doch, aber das ist so... Oh, ich hab eine Crowbar. Aber können wir das aufmachen, glaube ich. Da ist noch ein Spieler links von uns. Ah, das ist ja der andere, okay. Leute, wir können mit der Crowbar was aufmachen, glaube ich. Bin ich mal... Komm mal auf die Hauptstraße. Ja, warte, ich renn mal. Wir sind, weißt du, Richtung Industrie? Guck mal, du müsst mich noch sehen, wenn du die Hauptstraße runterguckst. Richtung Industrie? Ja, also Richtung Sonne. Wer steht denn hier, der Schwarze? Wer ist der Schwarze hier? Hallo? Keiner von uns. I'm starving. Komm, renn die Straße runter. Oh, ich habe einen Zombie am Mark. Die Straße runter, zur Industrie. Ja, egal. Ich renn dir entgegen, jetzt. Ich hol dich ab. Kim. Ich ignoriere ihn jetzt einfach. Decenter is losing connection, okay. Wir müssen ganz, ganz dringend Essen aufmachen. Ja, auf jeden Fall. Wer hat die Dose? Ich habe die Dose, ich suche aber jetzt schnell noch mehr, weil mit einer Dose kriegst du nicht mal dich selber satt. Ja, aber dann kann man zumindest nicht verhungern so schnell. Naja. Ach, das ist ein Zombie? Ja. Das wäre er. Er läuft so ähnlich. Er riecht auch so ähnlich. Ja. Wir haben übrigens eine Folge langsam voll. Ja, schon richtig. Folgentechnisch. Wir haben so 26 Minuten. Aber gut, den jetzt, bis wir die Dose aufmachen oder eben. Das kriegen wir noch hin. Komm, das ist ja. Auf. Man kann ja auch ein bisschen was von langweiligem Laufen kürzen. Ja. Das kriegt ihr ja nicht mit, weil ihr seht ja die Folge im Ganzen. Es sind manche Passagen, also da muss ich sagen, dass. Dude, we really need food. Do you got something? Or something to open food? Be careful, behind you. Turn around. Komm schon, stirb. Der hat doch eine Axt, warum schlägt der mit dem Baseballschläger, wenn eine Axt auf dem... Your axe makes more damage, I think.
Throw away the baseball bat and take the hatchet from your back. Scheiße, it's better. Move. Fuck. Wow, der wird geschlagen. Fuck. Ja. Scheiße. Er hat ihn erschlagen. Jetzt hat er diese Wechselanimation. Mann, hast du eine Bandage, Mann? Warte, kann ein T-Shirt zerreißen. Ah, mein scheiß T-Shirt spawnt nicht. Warte, ich mach. Tier and the Rex. You can have the bat if you want. I don't have a can opener. Hier, ich bandagiere dich. Komm her. Oh nein, nicht. Ach, Moment. Jetzt Bandage. Dankeschön. You start to bandage Krantelbart. Ich habe immer noch keine Schuhe. Ich hab da welche gedroppt. Du hast aufgehört zu bluten und hinter dir sind jetzt, oh, das ist gut. Hinter dir liegt ein T-Shirt. Ja, das habe ich vorhin gedroppt. Okay. Damit ich Bandagen habe. Wo ist es denn jetzt? Ich habe wieder Schuhe. Yeah. Tier into Rex. So, hat er jetzt den Baseballschläger gedroppt? Weiß ich nicht. Er hat es angeboten, aber ich habe es nicht mitbekommen. Wo ist er denn jetzt hin? Keine Ahnung, geflüchtet. Und wo ist Cocaine? Auch geflüchtet. In dem Industriegebiet. Wir stehen jetzt bei dem Betonmischsilo, nenne ich es mal, einfach so frei von der Leber weg. Also soweit ich weiß, können wir mit dem Crowbar auch eine Büchse öffnen. Ja, müsste eigentlich gehen. Werden wir es erleben, werden wir die Büchse öffnen, werden wir wieder Hosen finden? Ah ne, wir haben schon Hosen. Werden wir überhaupt dieses Chaos-Let's Play überleben? Ich würde sagen, ihr seht es im nächsten Teil von Daisy Standalone. Ja. Bitte was? Sorry, ich habe hier gerade einen. Achso. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst es uns doch wissen in Form eines Daumens und eines Kommentars. Schreibt uns einfach, wie blöd wir sind oder was wir vergessen haben oder so. Das schreibt ihr immer gerne eigentlich, oder? Ja, kriegen wir hin. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Teil mit Daisy. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.